Wie immer, von euch für euch unnützes Wissen über Pokémon. In Pokémon Schwert und Schild gibt es auf Route 9 einige Schwimmer. Diese haben während des Kampfes dieselbe Pose wie Bromley und auch nach dem Kampf packen sie sich genauso an den Kopf wie Bromley, nachdem man ihn besiegt hat. Mit Makabaya für Makabaya, Echnatol für Echnatol und Ognatol für Ochnatol gibt es eine komplette Entwicklungsreihe mit einem kleinen Dialog im Namen. Außerdem gibt es noch Kukmarda, zusammengesetzt aus Marder und Kukmalda. In Pokémon Go kann man ab und zu auf Jesse und James treffen, was eine Referenz zum Anime ist. James sagt aber gelegentlich, ob man in Team Rocket beitreten möchte. Dies ist wiederum eine Referenz zu der Nugget-Brücke in der Nähe von Azuria City aus Kanto, wo der NPC am Ende der Nugget-Brücke fragt, ob man Team Rocket beitreten möchte. Die drei weiblichen Johto-Arena-Leiterinnen haben alle eine Bedingung, um den Orden zu bekommen. Für den dritten Orden muss man mit Bianca erneut sprechen bzw. kurz versuchen, aus der Arena herauszugehen und dann sie erneut ansprechen. Für den sechsten Orden muss man erst dem Ampharos bzw. Jasmin im Leuchtturm von Olivana City der Medizin aus der Anemonia City Apotheke geben, um sie herausfordern zu können. Schließlich muss man für den achten Orden, nachdem man Sandra besiegt hat, in die Drachenhöhle nördlich von der Arena gehen und ein Quiz bestehen bzw. in Gold und Silber den Drachenzahn aus der Höhle finden, um den Orden schließlich zu erhalten. Es gibt lediglich drei Basisattacken im Spiel, die eine einzigartige Basisstärke haben. Keine andere Attacke mit einer festgelegten Stärke teilt sich diesen Wert mit diesen drei Attacken. Das wären die Attacken Explosion mit einer Stärke von 250, dann Solarklinge mit 125 und schließlich Rankenhieb mit 45. Außerdem ist die Stärke, welche am häufigsten vertreten ist, 80. Es gibt ganze 57 Attacken, die den Grundwert 80 haben. In der Episode 25 der ersten Staffel aus der Folge Im Reich der Düfte im Anime sagt Mauzi, weil die Cartoon-Zeichner mir keine Nase gezeichnet haben. Damit wird in dieser Folge die vierte Wand durchbrochen, womit Mauzi anerkennt, dass es ein fiktionaler Charakter ist, der nicht real ist. Die Kette von Garys Sinnoh-Outfit aus dem Anime stellt das Item Zauberwasser dar. Dieses Item verstärkt Wasserattacken um 20% im Spiel. Dies wiederum spielt auch auf sein erstes Starter-Pokémon an, nämlich Shiggy. Das Pokémon Botogil kann die Fähigkeit Insomnia und Munterkeit haben. Sie haben aber die exakt selbe Wirkung. Zudem ist Botogil das schwächste, nicht entwicklungsfähige Eis-Pokémon ohne Vorstufe, welches es bisher gibt. Der Pokédex-Eintrag von Slymog aus Pokémon Silber sagt, sein Körper besteht aus Gift, eine zufällige Berührung reicht aus, um fiebrig im Bett zu liegen. Im Anime gibt es mehrere Szenen, in der Ash und Professor Eich von Slymog mehrmals umarmt werden. Keiner von beiden zeigt danach allerdings Symptome von Fieber. Im Pokédex steht bei Damirplex, dass es das Philander-Pokémon ist, jedoch kann es bis zur vierten Generation die gleichnamige Attacke Philander gar nicht lernen. In der echten Welt befindet sich Route 36, da wo man Damirplex zum ersten Mal fangen konnte, in der Nähe von Nara, Japan. In der Nähe dieser Stadt bewegen sich viele zahme Hirsche frei umher und Damirplex basiert auf einem Dammhirsch. In den Spielen Heart Gold und Soul Silver werden bei allen Pokémon aus dem Team von Champ Siegfried im Rematch vierfacher Schaden verursacht. Altaria, Knackrack, Dragoran und Brutalanda gegen Eisattacken, Garados gegen Elektroattacken und schließlich Glurak gegen Gesteinsattacken. Ein NPC bei den Zuschauerbänken der Pokémon Athlon Hallen in Pokémon Heart Gold und Soul Silver erzählt von einem Gerücht. Faustus, der Inhaber der Pokémon Athlon Hallen, habe einmal im Armdrücken gegen ein Macho-Mai gewonnen. Jesse und James' Name stammt von den US-amerikanischen Banditen Jess James. Er ist eine legendäre Figur des Wilden Westens. Dasselbe gilt übrigens auch für Butch und Cassidy aus dem Anime. Die Namensherkunft dieser beider spielt auf Butch Cassidy an, ein US-amerikanischer Gesetzloser. Victini ist das einzige mysteriöse Pokémon, das in einem Event von Schwarz und Weiß die Spezialattacken von den legendären Pokémon Zekrom und Reshiram haben konnte. Unter anderem zählen die Attacken Kreuzdonner und Flamme sowie Blitzschlag dazu. Heinrich Eich aus Alola erwähnt, dass der Rotom-Dex von einem jungen Erfinder aus Kalos ist.
Hierbei handelt es sich um Arenaleiter Citro aus Kalos. In Pokémon Go kann man einem Team Go Rocket Rüpel begegnen, welcher dreimal Carpador einsetzt. Dies ist eine Anspielung an einen Running Gag in den Pokémon-Spielen, dass man einem Trainer begegnet, welcher 6 Carpador im Kampf einsetzt. Mehikel gilt laut Pokédex aus Pokémon X als erstes Pokémon, was mit Menschen zusammengelebt hatte. Dies basiert vermutlich auf die Bezora-Ziege oder die Wildziege, welche 6000 vor Christus von Menschen als erstes Nutztier gehalten wurde. In Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli auf der MS Anne in der Küche bereiten die Köche ein sehr spezielles Gericht vor. Von der Aufmachung der Teller her sieht das nach Curry aus und könnte damit eine frühe Referenz auf die Galar-Region sein. In dem Pokédex-Eintrag von Barrikadax in Pokémon Go wird zwar die Attacke Abblocker beschrieben, in Pokémon Go jedoch existiert sie noch nicht. Ferner wird die Attacke auch im Pokédex-Eintrag aus Pokémon Schwert als Schreien beschrieben, jedoch ist sie gar keine Lärmattacke im Spiel. Wenn man in die Insel der Rüstung das Dojo komplett erweitert hat mit Watt, darf man einmal am Tag die Frau von Maastricht, Enya, herausfordern. Ihr Signature-Pokémon ist dann abhängig von der Auswahl des eigenen Starters im Dojo. Wenn man also Bisasam wählt, wird sie ein Turtok einsetzen. Wählt man hingegen Shiggy, kämpft sie mit einem Bisasflor. Beide diese Pokémon setzt sie jeweils in ihrer Giga-Dynamax-Form ein. Die Ultrabestie Venikro ist die einzig bekannte Ultrabestie, die sich weiterentwickeln kann. Allerdings muss man Venikro erst die Attacke Drachenpuls via TM, Attackenerinnerer oder Gewinnpunkten beibringen. Der abstrakte Grund dafür ist, dass man Venikro, welches man von den Ultraforschern bekommt, bereits auf Level 40 ist und die normalerweise auf Level 1 gekonnte Attacke nicht mehr beherrscht. Es ist zugleich die bisher einzige Möglichkeit, wie man ein Venikro bekommen kann. Das Pokémon Formeo kann wie jedes andere Pokémon auch eine Shiny-Form haben. Wenn ein Shiny Formeo allerdings durch das Wetter seine Form verändert, hat es aber im Gegensatz zu anderen Formenwandlern keine Shiny-Form mehr. Dies bedeutet, dass es in seinen Wetterformen genauso dargestellt wird wie ein normales Formeo auch. Pokémon-Namen, welche man aus dem Ausland mit einer anderen Sprache bekommen hat und ihren originalen Namen noch besitzen, ändern bei ihrer Entwicklung den Namen in die Sprache des eigenen Spiels. So wird aus einem englischen Taubsi, genannt Pidgey, bei der Entwicklung der Name auch auf das Pokémon Tauboga abgeändert. Dies funktioniert auch in den aktuellsten Pokémon-Spielen Schwert und Schild. In älteren Pokémon-Spielen hingegen ließ sich der Name nicht mehr ändern. Das legendäre Pokémon Sakian trägt eine Krone. Auffällig hierbei ist, dass es sich dabei um ein bekanntes Item handeln könnte. Die alte Krone konnte man in den Spielen der 5. Generation in der Unterwasserruine finden. Die Ähnlichkeit der Krone von Sakian und der alten Krone ist dabei sehr auffällig. Allerdings lässt sich nicht genau sagen, ob die alte Krone, die schon 3000 Jahre alt ist, auch die Krone von Sakian ist. Es ist gut möglich, dass Sakians Krone nur ein Replik dieser Krone sein könnte. Das Top 4-Mitglied Katlea aus der Einalregion und Cynthia kennen sich. Katlea bietet ihr Frühlingshaus in Ondula zum Mieten an, da sie viele solcher Ferienhäuser besitzt. Sie sei auch öfters schon gegen Cynthia angetreten, konnte aber nie gewinnen. Im Anime schaffte sie es aber in der 90. Folge von Best Wishes, Ansturm auf den Junior-Pokal, immerhin zu einem Unentschieden gegen Cynthia. Katlea ist zudem die Besitzerin des Kampfpalais der Kampfzone in der Sinnoh- und Johto-Region und war auch im Volksmund als Prinzessin in dem Schloss bekannt. Katlea ist zudem auch das erste Top 4-Mitglied, das weiblich ist und sich auf Psycho-Pokémon spezialisiert hat. Es gibt auch einen Sprite in der 4. Generation, wo man sie als Kind sieht, neben dem Kammerdiener Perenus. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung zu diesem Projekt hier. Wenn ihr weiteres unnützes Wissen habt, könnt ihr mir das gerne per Privatnachricht via Social Media einschicken. Bitte per Privatnachricht, denn die Zuschauer sollen ja nicht vor dem nächsten Video schon gespoilert werden. Hat euch das Video rund um das unnütze Wissen in Pokémon gefallen? Wenn ja, natürlich an der Stelle liken, hypen, nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich hier an der Stelle gerne abonnieren bzw. die Glocke aktivieren, um überhaupt nichts mehr rund ums Pokémon-Universum zu verpassen. In diesem Sinne, auf mehr unnützes Wissen über Pokémon.